Herzlich willkommen zur Analyse des Qualifyings aus Malaysia, Sepang, genau gesagt. Und ja, heute war das Qualifying pünktlich um 9 Uhr. Ja, um 9 Uhr ging es los, zumindest deutsche Zeit. Morgen findet es erst um 10 Uhr statt, daher über Nacht die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden. Also nicht vergessen, stellt eure Uhren eine Stunde vor, sofern ihr keine Uhren habt, die das automatisch machen. Ja, kommen wir einfach mal zum Ergebnis des dritten Qualifyings, wir kommen natürlich Schritt für Schritt aufs Ergebnis des dritten Qualifyings heran. Und ja, erster im ersten Qualifying ist Mark Webber gewesen mit einem harten Reifensatz, hat allerdings zwei Runs benötigt. Michael Schumacher auf zwei, dritter Button, vierter Rosberg, fünfter Maldonado, sechster Hamilton, siebter Perez, achter Kimi Räikkönen, neunter Romain Grosjean, zehnter Sebastian Vettel, Alonso 11., 12. Hülkenberg, Di Resta, Kobayashi, Massa auf Platz 15. Naja, gut, sagen wir mal einigermaßen noch okay. 16. Daniel Ricciardo und Bruno Senna war der Letzte, der sich qualifizieren konnte für das zweite Qualifying. Der erste von den, sag ich mal, eher nicht so guten Teams, also von, ich spreche jetzt natürlich von KTM, Marussia und HRT. Das sind natürlich momentan noch immer leider die letzten drei Teams in der, von den Leistungen her im Formel-1-Feld. Ja, der erste, der von den Top-Teams, sage ich jetzt einfach mal, sich streichen lassen musste, war Jean-Éric Vergne im Toro Rosso. 19. Kovalainen und 20. Petrov, die allerdings, muss man sagen, wirklich bloß ganz knapp bloß hinter den Toro Rosso waren. Auch eine interessante Leistung. Allerdings, naja, Jean-Éric Vergne im Vergleich zu Bruno Senna schon eine halbe Sekunde hinterher. Also, ich denke mal, da wäre schon eindeutig ein bisschen was gegangen beim Franzosen. Ja, Kovalainen, wie gesagt, Petrov, Glock, Charles Pic, Pedro de la Rosa und Narain Katekean sind ausgeschieden. Beide HRTs haben aber diesmal die 107%-Regel geschafft, auch wenn es bei Katekean wieder ein bisschen knapp waren. 3 Zehntel. So, kommen wir zu Q2. In Q2 hat sich denn ungefähr schon mal so ein bisschen signalisiert, wer denn wo ist. Sage ich einfach mal, Kimi Räikkönen mit einem respektablen, guten ersten Platz, muss man ganz ehrlich sagen. Vor Jenson Button, Nico Rosberg und Michael Schumacher. Also Mercedes hatte schon ein bisschen angedeutet, dass man vorne eventuell mitfahren könnte im Qualifying. Fünfter Lewis Hamilton, sechster Romain Grosjean, siebter Webber, achter Alonso, neunter Vettel, gerade so auch mit dabei und zehnter Perez. Und ja, ausgeschieden ist Maldonado, der allerdings etwas Pech hatte, da er abgeflogen ist, sich das Auto wahrscheinlich etwas dabei beschädigt hatte und wahrscheinlich deswegen auch nicht mehr auf Platz 10 gefahren ist, vermute ich einfach mal. 12. Felipe Massa, auch der ist wieder rausgeflogen im zweiten Qualifying, genauso wie in Australien. 13. Bruno Senna, 14. Paul Di Resta, 15. Daniel Ricciardo, 16. bloß Nico Hülkenberg, war ja in Australien eindeutig besser. Und 17. leider bloß, für mich zumindest leider nur Kobayashi. Perez hat gezeigt, dass man unter die Top 10 fahren kann. Ja, bei Kobayashi irgendwie, der war ganze 16. hinter seinem Teamkollegen. Ein bisschen enttäuschend wahrscheinlich. Ja, und kommen wir zum dritten Qualifying. Das dritte Qualifying doch. Ah, es ist auf jeden Fall interessant. Also, es war interessant. Lewis Hamilton und Jenson Button konnten sich wie bereits in Australien Platz 1 und 2 sichern. Allerdings, diesmal hat es auch der Michael Schumacher geschafft, auf Platz 3 zu kommen. Also Michael Schumacher seit Suzuka 2006 zum ersten Mal wieder unter den Top 3 im Qualifying. Das ist auch mal wieder schön, Michael Schumacher bei der Pressekonferenz zu sehen. Und ja, ich denke mal, er war auch ganz zufrieden damit. Auf Platz 4 ist Mark Webber vor Kimi Räikkönen. Allerdings muss man sagen, Kimi Räikkönen wird noch 5 Plätze nach hinten gesetzt werden aufgrund eines Getriebewechsels. Sechster, nur Sebastian Vettel, wieder nur Sechster. Allerdings muss man dazu sagen, ist er im Gegensatz zu allen anderen in den Top 10 mit harten Reifen gefahren. Das bedeutet also, Sebastian Vettel hat eventuell einige Vorteile im Rennen, vielleicht. Er sagt selbst, er ist mit harten gefahren, weil er sich auf den Weichen nicht wohlgefühlt hatte. Die Weichen haben wohl angeblich im letzten Sektor auch zu stark schon wieder abgebaut. Ja, was schon ein bisschen bedenklich ist dafür, dass man bereits hier in Malaysia bloß mit Mittel und Hart fährt von den Reifenmischungen, also noch nicht mal die beiden weichsten Mischungen und trotzdem die Reifen schon nach einer Runde schlapp machen, das ist schon ein bisschen bedenklich. Auf Platz 7 Romain Grosjean, hinter
Kimi Räikkönen allerdings wird natürlich, kommt dann einen Platz nach vorne, genauso wie Vettel auch, der eigentlich vom Morgen von 5 startet und nicht von 6. Auf 8 bloß Nico Rosberg im Vergleich zu Michael Schumacher. Ja, das zweite Mal, dass Michael Schumacher das Qualifying-Duell für sich entscheidet. Auf Platz 9 Fernando Alonso. Naja, der hat gerade so die Ehre noch gerettet von Ferrari mit Platz 9, dass er die wenigsten in Q3 geschoben hat. Und auf Platz 10 ja Sergio Perez, der allerdings auch bloß ein Zehntel hinter dem Ferrari war, was, denke ich mal, auch eine sehr, sehr gute Leistung war. Ja, das war es soweitgehend schon mal zum Qualifying. Ich komme jetzt nochmal zu dem Tippspiel, genau das Tippspiel. Mein Tipp für den morgigen Tag ist, da Red Bull auf jeden Fall sehr, sehr stark bei den Long Runs am Freitag war, vermute ich einfach mal, und da Jenson Button auch von den Reifen her doch sehr sparsam fährt, glaube ich, dass Jenson Button morgen das Ding wieder für sich entscheiden wird, vor Sebastian Vettel. Da, ja, der hat wahrscheinlich den Vorteil mit den härteren Reifen bereits am ersten Sinken, muss natürlich noch auf die weicheren wechseln. Ja, ist immer solche Sache, sage ich mal, ne? Auf Platz 3 sehe ich denn dagegen den Lewis Hamilton. Ja, vierten sehe ich Mark Webber und auf Platz 5 sehe ich. Ja, ich würde gerne den Schumacher sehen. Allerdings, ja, ich weiß es nicht. Es ist so schwer. Ich vertraue einfach mal meinem Instinkt und sage, Kimi Räikkönen, nee, Kimi Räikkönen wird ja nach hinten geschoben. Na gut, dann sage ich Michael Schumacher auf Platz 5. Und ja, schnellste Runde fährt. Schnellste Runde wird fahren der Sebastian Vettel. Tippe ich einfach mal drauf. Der Sebastian Vettel wird morgen in Rennspeed eindeutig wieder besser sein als im Qualifying. So, jetzt seid ihr wieder dran. Ihr schreibt mir eure Tipps unter das Video in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder nach der Rennanalyse. Und bis dann einfach mal. Ciao, ciao.